Von wegen, es gibt keine unterzogenen Parts hier in diesem Let's Play, also jetzt hoffen wir doch einfach mal, dass dieser Part wenigstens bei der 15-Minuten-Grenze bleibt, ansonsten, ja, soll es mir egal sein. Ich sehe die auch. Super, ich hol uns eine her. Klettern Sie zur Kiste rauf. Gut, ich denke mal, das dürfte jetzt nicht allzu schwer sein, hoffe ich doch. Ja, und wie soll ich das bitte schön machen? Also so mit Sicherheit nicht. Ich weiß, dass ich zur Kiste raufklettern muss, aber vielleicht geht es doch von der anderen Seite. Wer weiß. Wer weiß. Ja, mir ist bewusst, dass ich zur Kiste raufklettern soll. Ach so, natürlich, natürlich. Ach, ich bin so blöd. Wisst ihr das eigentlich? Ja, so kommt natürlich eine längere Partlänge zustande, wenn man einfach nicht weiß, was man tun soll. Natürlich so. Ja, hat man sich schon was bei gedacht, als man das, also das Design, das finde ich eigentlich recht cool. So. Ach ja, genau so. Wobei, ne, so kriege ich das schon hin.
Rugby spielen? Nein, ich wollte nur ein Gentleman sein. Ich will dich nur ein bisschen ärgern. Ja, aber Ärger hat mich eigentlich so schon genug. Vielen Dank. Müde, angeschlagen, ein bisschen hungrig, was essen. Aber sonst geht's mir gut. Ja. Okay, na los, gehen wir weiter. Nur ich finde mal wieder nicht den Weg. Vielleicht darüber irgendwie? Nö. 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 Erinnert so ein bisschen an so eine Dystopie. Wenn ich das nicht schon erwähnt habe. Vielleicht ist die gute Frau uns wieder einen Schritt voraus, wer weiß. Ach ja. Dass man tauchen muss, glaube ich eher nicht. So, was haben wir hier jetzt? Ich weiß, ich klinge gerade sehr motiviert, aber... Mein Rücken tut weh. Haben wir alles geflutet? Und genug hätten sie ja gehabt. Aber du glaubst nicht, dass sie es waren. Ich finde es nur seltsam, dass alle Häuser unter Wasser stehen, außer einem. Avery's. Ganz genau. Was ist das? Verdammt! Ist
ja wie ein Herr der Fliegen hier. Was du nicht sagst. Wow. Okay, da gehen wir nur zurück. Da muss man wieder Orientierungsarbeit leisten, Leute. Ja. Na gut, hier sieht es doch nun schon deutlich schöner aus. Hoffentlich kommen wir nicht zu spät. Ach so, da geht's lang. Ach Mann. Mensch, ich wünschte, ich könnte mich irgendwie ein bisschen bewegen für meinen Rücken, aber mein Zeh verhindert dann wiederum. Die wurden anscheinend nachgerüstet. Ja, improvisierte Verteidigung. Sie hatten wohl nicht erwartet, gegeneinander zu kämpfen. Wohl nicht. Da heißt es wohl wieder schwimmen. Ist zu stark. Wir müssen irgendwie anders rüberkommen. Ich sollte da versuchen, darüber zu kommen. Und es geht sogar cool. Und das war schon wieder. Mit der cool Attitude. Okay, im Design haben sie sich wirklich so ein bisschen an The Last of Us erinnert. An The Last of Us orientiert, aber es ist ja auch von den Entwicklern von The Last of Us. Geschafft. Ich finde einen Weg für dich. Was sollte gehen? Okay, weg da! Wir das aus dem Weg. Ja.
Thomas Tews Siegel. Wir sind also in seinem Haus. Der zweite Mann. Wir arbeiten uns nach oben. Oh wow. Ich hab schon gedacht, da sitzt irgendjemand. Gut, tut man auch, tun sie auch indirekt. Wir sind wohl ein bisschen spät. Hey, Nate. Sieh mal hier. Da ist noch ein Siegel. Oh mein Gott. Was? Sie sind's. Elena, diese Piraten sind die Gründer von Libertalia. Was zur Hölle ist hier passiert? Ich bin keine Pathologin, aber ich würde sagen, miese Drinks? Sieht so aus. Also was war das? So eine Art von reiche Piraten-Selbstmordkult? Nein, wohl kaum. Nicht diese Kerle. Im Namen von Lord Avery lade ich euch in mein Haus ein, morgen bei Sonnenuntergang. Die Zeit ist reif, um unsere Feindschaft zu begraben und uns zu vereinigen unter dem Banner Gottes und der Freiheit. Gezeichnet Thomas Tew. Wollen wir wetten? Thomas Tew, Henry Avery. Gastgeber haben sich wohl vorzeitig verabschiedet. Das war aber nicht sehr freundlich von ihm. Okay, also. Diese Kerle entfachen eine ausgewachsene Revolte, als sie den Schatz für sich beanspruchen. Mit den Siedlern werden sie fertig, aber sie kämpfen auch noch gegeneinander. Und die Schätze, es wurde ungemütlich. Gut, Avery und Tew laden sie hierher ein. Und, wie war das? Feindschaften zu begraben. Um Feindschaften zu begraben. Avery, erhebt sein Glas. Für Gott und die Freiheit. Ahoi, Matrosen und so. Und sie alle trinken. Außer die beiden. Und einfach so sind alle Schätze von Libertalia im alleinigen Besitz zweier Männer. Das sind die größten Piraten der Geschichte. Und sie alle starben in einem Moment. Genau an diesem Tisch. Echt unglaublich. Ja. Es tut mir leid, ich, tut mir leid. Ist okay. Tja, da unsere Gastgeber nicht mehr hier in Tews Haus sind. Besuchen wir doch mal Avery. Ja. Gehen wir. Allerdings erst im nächsten Part, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, haltet die Unstaff und deckt der Rahn. Freundschaft ist Buggy.